Nächste Wortmeldung von der Frau Abgeordneten Magistra Gisela Wurm. Danke, Herr Präsident, Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren. Frau Kollegin Schenk hat es schon erwähnt, zwei Anträge werden hier unter einem Tagesordnungspunkt diskutiert. Ich möchte auch eingehen auf den Antrag der Grünen, die hier meines Erachtens sinnvollerweise fordern, dass die verschiedenen Gesundheitsberichte, sei es nun der Frauengesundheitsbericht, sei es nun der sogenannte Männergesundheitsbericht, der Kindergesundheitsbericht, Jugendgesundheitsbericht, dass sozusagen für diese verschiedenen Berichte ein Bericht erstellt wird und in einem Ausschuss oder in einem Ausschuss behandelt wird. Also in dem Fall die Zuweisung dann zum Gesundheitsausschuss mehr als berechtigt ist. Ich kann mich gut erinnern, als wir im Jahr 2011, glaube ich, war das, den Gesundheitsbericht im Gleichbehandlungsausschuss diskutiert haben, eingehend diskutiert haben mit einem Expertinnen-Hearing, und es war auch anwesend, soweit ich jetzt das erinnerlich habe, auch die damals schon ernannte Professorin, die Lehrbeauftragte für Frauengesundheit, Lehrstuhl Wien, Frau Professorin Kautsky-Willer. Im Ausschuss wurde auch diskutiert, von der Doktorin Mückstein auch schon releviert, die verschiedenen Forschungen, die in dem Bereich Frauengesundheit schon gemacht wurden, und dass es hier weiterer Anstrengungen bedarf. Frau Doktorin und Professorin Margarete Hochleitner, die Studien in Bezug auf die unterschiedlichen Symptome von Frauen und Männern bei Herzinfarkten nachgewiesen hat, dass es auf der anderen Seite auch sehr notwendig ist, zu überprüfen, ob Medikamente entsprechend wie sie wirken bei Frauen oder bei Männern. Es ist hier unterschiedliche und es wird hier unterschiedlich verschrieben oder sollte unterschiedlich verschrieben werden, beziehungsweise auch die Forschung entsprechend gemacht werden. All das wird mehr zutage kommen, wenn Gesundheitsberichte in einem Ausschuss diskutiert werden. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir dann im Gesundheitsausschuss zu diesem Ergebnis kommen und die entsprechenden Maßnahmen setzen können. Argumentierte Gisela Wurm von der SPÖ.